I'm Guillaume Pillet and I'm an artist. Here in Glarus, I'm showing a new selection of work, mostly never shown yet, about my ongoing project Learning from Aping, and new films and new works and my collection as well. Das ist die erste Einzelausstellung in einem Museum von Guillaume Pillet. Er ist ein Künstler aus der Romandie, aus Lausanne. Und ich habe ihn eingeladen, hier diese erste große Museumsausstellung zu machen. Der Titel der Ausstellung heißt Learning to Love. Und er bezieht sich auf ein Buch von Harry Harlow. Das ist ein Verhaltensforscher aus den 50er und 60er Jahren, der sich mit Primatenforschung beschäftigte. Und Guillaume Pillet beschäftigt sich seit 2011 mit diesem großen Komplex der Primatenforschung, wo er sich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen mit dem Thema beschäftigt. Also es geht um die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft über der Primatenforschung bis hin zum Affen und seiner Präsenz in der Populärkultur. Maybe it's not so easy to define how or what about is the exhibition, because everything is centered on the figure of ape, and the title is Learning to Love, so it might be about love, it might be about apes, but in the end I'm not sure that it's about love or apes, but it's about, I think, mostly human beings and how people are just behaving and living and learning and loving and everything. Die Ausstellungsräume spielen eine ganz spezifische Rolle. Guillaume Pillet bezieht sich direkt auf mindestens zwei Orte im Museum, also im Kunsthaus, und zwar auf den Seitenlichtsaal, wo er mit Cage Paintings quasi eine Gefängnismetapher zeigt, zusammen mit einem Brunnen, mit einem verspiegelten Sockel, auf dem sich ein Affe befindet, der Tee trinkt. Diese Keramikskulptur bezieht sich auf den Londoner Zoo in den 50er Jahren, wo dem Publikum quasi Unterhaltung geboten wurde mit teetrinkenden Affen zum Beispiel. Im Oberlichtsaal sind vier Projektionen zu sehen. Das sind alles Ausschnitte aus einem Experimentalfilm, der in Zukunft entstehen wird. Das sind alles Szenen daraus, wo Guillaume Pillet einerseits aus Performances und andererseits auch im Studio gefilmte Szenen zu seinem großen Thema zeigt. What is that? That's the first time that I have the opportunity to show my work in such a huge space, so of course I had to adapt the size of the works to the size of the rooms, and that I had to, yeah, to adapt a lot of aspects of my practice, but yeah, it's really something that I wanted to do for quite a long time, so it, yeah, I'm really happy and I'm, yeah,